Hallo meine lieben Zuschauer, hier ist wieder Holy Moly von dem Barakos Gaming mit einem weiteren Video zu den Diablo 3 Setportalen. Heute handelt es sich um das Set Ausstattung des Marodeurs, was sich in den Feldern des Gemetzels befindet. Die Hauptaufgaben: haltet über die gesamte Dauer des Setportals mindestens 3 Geschütztürme aktiv und des Weiteren erlaubt keinem Gegner in Nahkampfweite zu gelangen. Also das mit den Geschütztürmen, das passiert eigentlich ganz von alleine. Also sobald ihr den dritten Geschützturm gestellt habt, läuft die Zeit und ihr müsst einfach bis zum Ende des Portals mindestens durchweg 3 aktiv haben. Da braucht ihr auch nicht mal Maßanfertigung mit reinnehmen, also sprich die Passive, wo ihr noch zusätzlichen Geschützturm stellen könnt. Es reicht voll und ganz, wenn ihr den Köcher mit habt, den Rucksack des Bombenschützen. Und das mit der Nahkampfreichweite, also dass kein Gegner uns in Nahkampfrange gelangen kann, das kennen wir ja schon aus dem Zunimasa-Set-Portal. Wobei es hier ein klein wenig schwieriger ist, weil hier diese fiesen Felswürmer dabei sind. Und die können euch ja das ein oder andere Mal doch überraschenderweise treffen. Also ihr seht es nicht mal kommen und mit einmal schwuppdiwupp ist es fehlgeschlagen. Ansonsten zähle ich dieses Setportal zu einem der einfacheren Setportale. Also mit ein paar Anläufen ist das hier eigentlich recht gut zu meistern. Ich spiele hier auf die Standard-Marodeur-Skillung, sprich auf Splitterpfeil. Und aber klein wenig habe ich sie abgewandelt, zeige ich euch am Ende nochmal des Videos, was ich hier, ich habe hier nämlich den Bogen mit und zwar allein aus dem Grund, dass ich noch weniger Ressourcenkosten verbrauche und halt erhöhtes Angriffstempo habe und somit die Gegner schneller töte, als wenn ich die, ja, den Manticore mit reinnehme als Beispiel. Den Manticore habe ich jetzt in dem Falle im Würfel drinne, somit habe ich 100% Ressourcenkostenreduktion auf Splitterpfeil. Habe noch Fall des Hochmuts, aber dazu am Ende des Videos nochmal. Ja, und wie ihr sehen könntet, war dieses Portal ja doch nicht allzu schwer. Mit ein bisschen Übung ist das hier auch im Kasten. Das ist der Bogen, den ich meine, Youngs Reflexbogen. Mit denen habt ihr einfach noch weniger Ressourcenkosten und könnt somit noch öfter den Splitterpfeil rausknallen. Falls ihr doch noch Probleme haben solltet, könnt ihr den Gürtel mit reinnehmen, Zorn des Jägers. Der erhöht euren Attack Speed auf eure Primärangriffe. Da kann ich euch empfehlen, dass ihr Ausweichschuss am besten mit reinnehmt, also hier Ausweichschuss mit der Rune Fokus, mit der Kälterune. Die hat einfach nur die höchste, also die schnellste Animation von allen. Das kann man hier schön sehen und schön könnt ihr euren Hass beliebig. Also ich zeige es euch hier nochmal, hier, das verbraucht bei mir fast gar keinen Hass, der Splitterpfeil. Also wirklich kaum, unter 20 oder so. Und hier mit Fokus könnt ihr das ratzfatz wieder regenerieren und habt somit kein Problem. Wie gesagt, Manticore im Würfel drinne für noch weniger Ressourcenkosten, der Helm, weil wir hier sowieso keinen Schaden erleiden dürfen, für noch mehr oder noch weniger Ressourcenkostenreduktion. Bei den Ringen spielt es keine Rolle, nehmt einfach Zusammenkunft der Elemente für noch ein bisschen mehr Damage und ja, Schaden könnt ihr hier nicht zu wenig machen, zu viel kann man hier auch nicht machen, also könnt ruhig Kälte rollen, wenn ihr die Kälterune mit drin habt beim Splitterpfeil, das sollte hier alles kein Problem sein. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und see you later, Alligator. Bis zum nächsten Mal, euer Holy Moly.